Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Part 3 von Let's Play GTA San Andreas. Ich bin der Hehehe3 und wir fangen natürlich gleich an und das war ein Spaß, ich bin im Play 4. So, also wir fangen hier gleich mal an. Wir haben ja in der letzten Mission eine Mission gemacht und da wollen wir jetzt weitermachen und wollen die nächste Mission machen. Also ich hatte ja eigentlich gesagt, ich füge neue Autos ein. Wie man sieht, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe eine kleine Überraschung für euch treue Zuschauer, die mir seit Monaten untergeben sind. Natürlich nicht. Ich freue mich natürlich über jeden Zuschauer, den ich habe und der sich das Spiel wegen mir auch kaufen wird oder einfach nur zuguckt. Das ist mir eigentlich auch egal. Ja, nämlich habe ich einen guten Bekannten, der bald auch seinen eigenen YouTube-Kanal macht, soweit ich weiß, eingeladen mit mir heute zu kommentieren. Der sieht auch via Bildschirmübertragung über Skype alles, was ich hier an Track anstelle. Ja, live mit und ja, der Todo, bitte. Hallo. Ja, kleiner Hustenanfall. Mann. Ja. Also, mal wieder haben wir eine nervige Ladesequenz, deswegen habe ich mich jetzt aufgeregt. Und nicht aus irgendwelchen anderen Runden. Was meinst du, wollen wir die Cutscenes überspringen? Ich meine, wir haben sowieso keinen Ton, nur Untertitel in den Cutscenes. Mir egal. Toll. Das sieht allgemein komisch aus. Ja, also eigentlich ist der Todo dafür bekannt, dass er Entscheidungen trifft wie kein zweiter. Er ist auch eigentlich der von uns beiden ein wenig mehr Skill hat. Deswegen frage ich mich eigentlich, warum er nicht Let's Play. Sag mal, warum Let's Play? Weil ich das Spiel nicht habe und das Spiel sieht komisch aus. Was ist das? Das ist ein Subaru Impreza. Ein wunderschönes Automobil. Also meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe ja einen Geschmack von. Er ist genauso wie die anderen GTAs oder ist da irgendwas anderes? Nee, es ist genauso wie die anderen GTAs. Autos klauen, Ballern und Gangster sein. Also das ist ja, Mann, jetzt hört mich jemand an der Seite. Ja, man hat's voll gesehen. Okay, das ist jetzt natürlich auch sehr logisch, dass ich hier jetzt auf einmal in einem anderen Auto sitze, aber das liegt daran, dass ich jetzt Automods drin habe und ja. Was meinst du? Die Cutscenes können wir doch eigentlich wirklich skippen, die sind doch langweilig. Ja, man kann sich sie angucken, also mir ist es egal. Ja, gut, ich habe extra deutsche Untertitel reingemacht. Ich gebe mir richtig Mühe für das Let's Play, ja? Ja. 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 Also, wie ich unseren Zuschauern natürlich schon erzählt habe, du willst doch bald auch deinen eigenen YouTube-Kanal machen, ne? Ja. Ja, also, sobald er dann seinen Kanal hat, werde ich dann natürlich auch hier in dem Video verlinken. Wie gesagt, der Todo ist ein sehr guter Bekannter von mir. Wir kennen uns schon jetzt seit, wie lange kennen wir uns? 3 Jahre, oder? Ja. Ist schon damals, als wir uns in der Disco getroffen haben. In der Kinderdisco, ich bin natürlich erst 3 Jahre alt und so, ne? Sicher. Sicher. Ja. Ich habe jetzt natürlich gar nicht geguckt, wie lange wir jetzt aufnehmen müssen. Ich habe hier meine wunderbare 10 Euro Rolex von C&A. Wir müssten mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen, weil, ja. Also ich schneide natürlich dann alles zusammen, so dass man es kaum genau deswegen im Let's Play merken wird, aber meine Framerate sinkt gerade ins Bodenlose und die Texturen verschwinden ja auch mal wieder, was ein bekanntes Problem ist in meinen Let's Plays. Ja, und deswegen würde ich jetzt mal ganz kurz die Aufnahmetaste drücken. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss, tschüss. Weil wegen Let's Play und ja, so, ja, wegen ne? Let's Play und so. Also dann kurze Pause. Jojo, da bin ich auch schon wieder. Ihr habt es, glaube ich, gar nicht gemerkt. Also wir gucken hier auch gleich weiter. Wir beschließen gerade diese wunderbare rote Limousine, einen Cadillac Eldorado, glaube ich. Was auch sehr cool ist, GTA, das einzige Spiel, wo man einen blauen Subaru mit seinen Kollegen einen roten Eldorado verfolgt. Okay. Also wie man hier schon merkt, meine Framerate ist gerade nicht so die beste, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Und wenn es euch stört, schreibt es doch in die Kommentare. Klar. So, jetzt möchte ich aber gleich auch mal ganz kurz fragen, was zum... Das ich sieht voll jugendfrei aus. Gott. So erkennt man keinen kleinen Kindern, wie Autos entstehen. Ja, so entstehen Autos, meine lieben Kinder.
Also wenn Batterie auf Batterie. Das andere Auto ganz doll mögen, wenn die sich ganz doll mögen, dann fährt das eine Auto auf das andere auf und ja, dann kommt da ein kleines Auto dann aus dem Kofferraum des vorne liegenden Autos. Oh. Ach, den müssen wir jetzt überfahren. Los! Stirb. Ich dachte, du warst gerade überfahren, weil es so komisch aussah. Nein. Oh nö. Oh nö. Was ist du für einer? Ich hänge im Texturentest, what the hell? Ja, das sieht voll geil aus. Boah, wirklich. Komm, nein. So ein Dreck hat hier mehr nur Miete. Das ist voll geil. Ich meine, ich bin ja eigentlich in meinen Let's Plays bekannt, dass ich absolut professionell alles mache, aber das ist einfach... professionell. Ja. Lexus F... Lexus LFA? LFA, was sind das? Ein LFA? Also, Tolo, du kennst dich doch mit Autos aus, sag mal. Das ist ein LFA, oder? Keine Ahnung. Bevor ich noch was Falsches sage... Das sieht auch nicht natürlich aus, was ich jetzt mache. Ach, egal. Willst du schon wieder das gleiche mit den Autos machen? Nee, ich wollte meinen einfach nur auspacken. Also, Leute, wenn ihr mal das Problem habt und mit eurem Auto so sehr in eine Wand gefahren seid, dass dieses Auto dann in der Wand festhängt, dann zieht einfach den nächsten Kollegen aus dem Auto neben euch und rammt euer Auto so lange, bis es nicht mehr in der Mauer festhängt. Sagt auch der TÜV. Und der Tolo, ne? Jeder normale deutsche TÜV. Ja, der deutsche TÜV. Ja, man merkt, nicht sind als voll geil. Dienste bezeichnet werden sollten, sondern eher als Völkermord. Aber ich werde jetzt während der Cutscene mal ganz kurz mir eine Cola reinziehen und deswegen kommen wir jetzt zu dem Event dieser Folge und das erste Mal, dass ich das gemacht habe, in einem Let's Play was zu trinken. Aber damit es für euch nicht so langweilig wird, wird jetzt der Tolo weiter erzählen. Glück, Glück. Look, er trinkt immer noch. Auf zu trinken. Ich will nicht alleine reden. Ja, okay, ist besser. Ja, sorry, aber während einem Let's Play, vor allem wenn ich jetzt so viel reden muss wie im Let's Play geht es ja sehr, es wird mir immer die Kehle trocken und ach. Ich soll ins Haus dann gehen. Dann sprich über die News. Welcher ist heute? Heute ist der 8.5. Der 8.5. Ja. Also, ja. Sollten wir nicht ein bisschen mehr über... Was ist heute alles passiert? Ja, also, heute ist mir passiert, meine Zahnspange wurde mir rausgenommen, weswegen ich mich jetzt auch erstmal mit den Texturen anlege, die nicht vorhanden sind und deswegen einfach mal an etwas, an genau nichts hängen. Ja, meine Zahnspange wurde mir rausgenommen, weswegen ich mich jetzt nicht mehr so schlimm anhöre. Also was mir heute passiert, ich habe den neuen 5-Euro-Schein bekommen, also jetzt wurden ja neu gedruckt. Ach echt? Ach ja, wir haben ja, die sehen aber nur 5-Euro-Scheine. Ja, jetzt wurden jetzt neue. Hey, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Sollen wir dem jetzt auch noch die Tür aufmachen? Ah, sehr gut, $200 und Respekt. Sowas mag man natürlich immer, Respekt. Das ist ganz wertvoll, damit kaufe ich mir immer meine Hosen. Ich gehe zu H&M und sage, ich will 2 Hosen. Aus Respekt. Das ist die richtige Einstellung fürs Leben. Muss ich so sagen, ich will 5 Respekt von dir, aber zack, zack. Legst du eine Respektkarte hin, bezahlst mit deiner Karte da? Das sieht auch nicht sehr gesund aus. Das sieht alles aus. Das sieht aber zack aus. Kannst du das gerade sehen? Wie hast du das jetzt bisschen geschafft? Das kannst du nicht gerade sehen, oder? Doch, ich sehe es. Obwohl es geteilter Bildschirm ist, ich sehe es, aber es sieht komisch aus. Ja, also wenn ihr mir mal euer Auto ausleihen wollt, dann nur zu. Das wird aber Ich müsste das auch mal von meiner Sicht aufnehmen, weißt du, wie das aussieht? Okay. Oh Gott, ich kann sogar drauf. Das sieht von Skype voll krank aus, weil die Bildschirme übelst geteilt sind. Wir haben es geschafft. Wir haben die Mission geschafft. Ich bin höchst erfreut über das Auto am Boden.
Mit einem Auto im Boot. Was meinst du? Wir haben jetzt richtig noch 2 Minuten. Was wollen wir da machen? Wollen wir jetzt den Part beenden oder wollen wir da noch was Kleines, Interessantes für Zuschauer machen? Sag was. Du knallst jetzt alle ab mit einer Farbbombe. Garantiert nicht. Ich nehme jetzt eine Pistole. Nee. Das wird ohne Du streckst dich selbst nieder. Ach ja, in den Zuschauerkommentaren hat mir mal einer geschrieben, ich soll doch bitte einen Opel Astra einfügen. Und ja, das habe ich natürlich gemacht. Solltest du nicht mal eine Kartoffel einfügen? Die habe ich eingefügt in meinen Kartoffelauflauf, den ich gestern Mittag hatte. Also hab Nein, ich meine jetzt so als Auto, irgendeiner hat doch... ...von einer Kartoffel drauf und das habe ich dann in meinen Auflauf gesteckt. Das war übrigens sehr lecker. USB-Auflauf. Nein, ich meine das so, irgendeiner hat doch gesagt, dass du hier ein Kartoffelauto einfügen sollst. Muss ich mal gucken. Ach ja, übrigens, die Musik, die ihr hier jetzt gerade hört, habe ich natürlich selber eingefügt. Ganz professionell und ohne Absprache mit der GEMA. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass dieses Video gesperrt wird, wenn wir jetzt nicht reden. Nee, aber warte mal. Dein Auto klaut. Lass dir nicht in unserer Garage einfahren. Wir sollten mal mitzählen, wie oft du mit dem Auto irgendwo festhängst in den Texturen. Ja, das könnt ihr mal machen, zählt mal mit. Andererseits, die Kommentare dürfen dächtig nur 500 Stellen haben und die Zahl, die das am Ende des Let's Plays wird, die wird, glaube ich, die Zahl übersteigen. Ja? Naja, wenn du so 50 Millionen Videos machst, schon. Ja. Also ich weiß noch, dass eine Dezilliarde 63 Nullen hat. Oder? War das drei? Ja, und eine Million hat 12. Ja. Also wenn mir hier irgendwie mal sagen kann, welche Zahl 500 Nullen hat, dann wäre ich euch sehr dankbar und ich kann dieses Auto gerade leider nicht einparken. Meine lieben Zuschauer. Deswegen. Ja. Was machen wir da jetzt? Wir speichern ab. Du sagst jetzt, was du als nächstes spielst. Ja, also, ach ja, was ganz Wichtiges, was ich noch sagen wollte. Ja, danke, lieber Herr Solo. Was ich noch sagen wollte zu Let's Play Driver Parallel Lines. Also, ich werde immer ein Part hochladen. Und zwar immer, wenn ich 100 Aufrufe habe. Also, bei 100 Aufrufen habe ich ja jetzt schon den ersten Part hochgeladen. Und sobald ich dann 200 Aufrufe habe, werde ich dann den zweiten Part hochladen. Und so weiter eben. Was, wenn du auf einmal 35.000 Aufrufe hast? Was einfallen lassen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Oder? Zumindest. Ja, nach einem Video wird das, glaube ich, nicht passieren. Nee, nicht wirklich, aber wie gesagt, ich werde das kontinuierlich weitermachen und das hat auch keine Auswirkungen auf Let's Play GTA San Andreas. Das wird weiter rausgehauen wie heiße Kartoffeln. Okay? Also gut, dann könnt ihr jetzt alle zusehen, wie ich diese Datei überschreiben möchte. Erfolgreich gespeichert. Ladebildschirm. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüss.